Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, heute möchte ich gemeinsam mit euch einen Papierrollenhalter bauen. Den habe ich mir selber ausgedacht. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch natürlich diesen Papierrollenhalter auch bauen. Ich gebe auch gleich mal die Maße durch, was man so wissen muss. Ist eigentlich ganz simpel konstruiert, das Teil. Und ja, ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Dann legen wir jetzt mal los. So, der Zuschnitt ist erfolgt. Dann gebe ich euch nochmal die Bemaßung durch, falls einer Interesse hat und möchte sich das auch nachbauen. Ist auch, sage ich mal, so zum Schweißen für den Anfang auch ganz easy. Macht auch Spaß. Gucken wir uns dann gleich an. Also ihr benötigt zwei Flachstähle, 250 mm lang, 40 mm breit, 3 mm stark. Zwei 8er Löcher habe ich reingebohrt, 25 von der Oberkante und natürlich Mitte, ist klar. Davon braucht ihr zwei. Dann braucht ihr ein Vierkantrohr Edelstahl 20x20, 200 mm lang. Davon benötigt ihr zwei Stück. Dann habe ich hier Edelstahlmuffe, 0,5 Zoll. Passt ein 18 mm Rohr rein, das ist wichtig. Die sind jetzt 35 mm lang, die könnte man rein theoretisch in der Mitte durchsägen, das würde auch reichen. Aber ich nehme jetzt hier die zwei langen, ich habe jetzt keine Lust, die durchzusägen. Und ja, davon zwei Stück. Dann benötigt ihr das Rohr, was hier reinkommt. Allerdings, wie gesagt, 18 mm Durchmesser, mehr darf es nicht haben. Und zum Schluss noch hier zwei Kappen für die Enden. Okay. Ja, bei meinem Vorhaben heute wird mich die MIG 235 unterstützen. Ich hatte ja in der Vergangenheit auch schon mal ein Video über das Gerät gemacht. Damals hatten wir noch ein bisschen Startprobleme. Die Polung war vertauscht. Ich habe dann die Aufkleber unten geändert, dass wir wussten, wo die richtige Polung war. Das zweite war, dass hier dieser Knopf, den konnte man damals nicht drücken, den musste man abschrauben und musste ein bisschen vorziehen und neu fixieren. Danach konnte man auch die Maschine umschalten. Das funktioniert jetzt alles wieder super. Dementsprechend kann man auch jetzt ordentlich mit der Maschine schweißen und die Ergebnisse sind eigentlich sehr gut. Deswegen nutze ich auch heute bei meinem Projekt hier die MIG 235, um das auch mal euch zeigen zu können, dass es doch nicht so ist, wie es damals war. Umgebaut habe ich natürlich noch die Maschine elektronisch. Ich habe noch einen Schutzleiter mit verbaut, der auch noch fehlte. Somit ist die Maschine für mich jetzt relativ sicher und ich kann jetzt damit schweißen. Ich habe 0,8er Edelstahldraht auf die Maschine aufgezogen. Verschweißen werde ich mit reinem Argon 4.6. Ja, das war eigentlich, was ich dazu noch zu berichten habe. Und dann würde ich sagen, dann guckt ihr mir jetzt zu, wie ich das schweiße. Nun, ich werde mir jetzt die Vierkantrohre erstmal heften. Position hatte ich mir schon angemalt.
So, nachdem ich die jetzt geheftet habe, schweißen wir die jetzt. Bisschen zu viel Volt, ich mache die Volt ein bisschen weniger auf 21 Volt. So, das war einmal. Ich hatte noch vergessen zu sagen, auf jeden Fall Teflonspirale. Die braucht auf jeden Fall beim Edelstahlschweißen. So. Nachdem wir das gemacht haben, sehen wir natürlich, das Edelstahl, das verzieht sich natürlich. Das müssen wir dann natürlich richten. Ganz klar. So, nachdem ihr das gerichtet habt, einigermaßen, der Rest kommt, wenn es an der Wand geschraubt wird, dann fügt sich es wieder. Nun, nachdem wir die Halter geschweißt haben, gehen wir wie folgt vor. Wir machen uns hier einen Strich. Oben in die Mitte am Rohr auch einen Strich. Die Muffe auf den Strich setzen. Und die Muffe muss hier vorne bündig sein. Das ist ganz wichtig. Dann heften. Ah, passt. Die Seite auch noch heften. Dasselbe macht ihr mit der anderen Vorrichtung auch. Und ich verschweiße die jetzt erstmal hier. Gucken, wie wir es am besten mal einspannen. Noch mal ein bisschen Luft,
Macht man mit kleinen Heftern schön zu. Ist gar kein Problem. So. Na, hier unten noch. Das bürsten wir gleich noch schön. So, das Ganze machen wir jetzt noch auf der anderen Seite. Wieder bündig. So, das war's. Das sind unsere zwei Halter. So, jetzt werden wir das Ganze mal ein bisschen beschleifen. Ja, so sieht der geschweißte Papierrollenhalter aus. Hätte man schöner machen können, aber ich sage immer mal, unter Kamerabedingungen glaubt ihr gar nicht, wie blöd man sich da anstellt. Und ja, zu meiner Ausrede noch, der Draht lief auch nicht so gut. Ich hatte so eine alte Rolle irgendwo noch gefunden. Ich muss mir mal eine neue Edelstahlrolle kaufen, dass es besser läuft. Gut, so sieht das aus, das Ganze. Dann habe ich eben, glaube ich, noch vergessen zu sagen, das Rohr hat eine Länge von 450 mm. So, das wird jetzt quasi hier durchgesteckt. Müsst ihr euch vorstellen, das hängt hier an der Wand. Und auf der anderen Seite kommt das dann durchgeschoben, das Rohr, bis auf seine Länge. Und dann nehmt ihr einfach die Kappen. Und schraubt die händig drauf, dass das Rohr nicht mehr verrutschen kann. Und schon ist euer Handtuchhalter fest. Fertig. Einfach an die Wand schrauben. Und das war's. Einfache Konstruktion, aber ich finde effektiv. Gut, das war es eigentlich schon für heute. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Und ja, Daumen hoch und Abo dalassen, wäre schön. Und dann würde ich sagen, bis zu meinem nächsten Video. Macht's gut, tschüss.